Willkommen zurück zu Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. Wir haben letzten Part Peach zu unserem Team gezogen. Ja, Peach gehört unser Team. Was ist das hier für eine Zwischensequenz? Soll ich erstmal noch hier reingehen und sagen, dass ich Peach gerettet habe oder was ist los? Auch hier überspringe ich mal wieder die ganzen Textdialoge. Kann euch ja schon alle denken, warum. Ja. Mal gucken, wie lange es dauert, bis ich alles. Und damit meine ich auch wirklich alles übersprungen habe. Aber ist ja nichts Wichtiges dabei, also. Wenn jetzt da irgendein Textdialog kommt, den ich für die Story brauche, den ich nicht für die Story brauche, sondern Gameplay-Relevanz hat, dann. Ja. Dann bin ich jetzt etwas am Hintern. Aber ich hoffe mal nicht. Und ich denke auch nicht. Weil die ganze Zeit habe ich bisher so, außer so mehr oder weniger geschafft. Ja. Wie lange will das denn noch gehen? Ich bin jetzt schon seit einer Minute dran, was eine Stunde ist. Ja, komm, beendet da eure Gespräche. Ich will das hingefahren, jetzt nicht mal weiter spielen. Ich will spielen, ich will kämpfen. Das gibt's auch nicht. Och, come on! Wie lange geht denn hier noch die Kacke? Das macht mich wütend. Ja, Peach, geh weg. Was? Peach, geh weg. Peach! Tja. Ich bin jetzt keine Peach mehr. Nö. Nämlich? Oder doch? Oder nicht? Ich werde es ja doch erst sehen. Okay. Und jetzt muss ich jetzt zum Großvater erzählen oder irgendwie sowas. Das habe ich noch gerade mitgekriegt. Wo ist er? Bevor Fragen kommen. Ja, spul das Video vor. Weil es sonst etwas langweilig wäre. Und ja, ich muss es schneiden. Weil ich durch meinen Textdialog-Skipping da nicht wusste, wo ich lang gehen musste. Aber ich habe danach geguckt. Und hier, was ich auch zeigen kann, ich sollte jetzt vielleicht etwas langsamer reden, weil auch das höchstwahrscheinlich schneller vorgespult wird. Hier kann man seine Froschmünzen verkaufen durch Items. Oh man, hört sich das bescheuert an, so zu reden. Was ist? Hier kann man das. Hier kann man sich wohl wahrscheinlich was kaufen, aber nein, danke. Ich möchte da lang. Ich bin gespannt, wie sich das in der Aufnahme anhört. Ach so, ich mache ja immer wieder dasselbe. Ja gut, aber hat sich dadurch auch ein Weg geöffnet? Geh da doch durch, Mario. Was hast du denn? Okay, hier sind wir dann. Ab dann wieder alles normale Geschwindigkeit. Hier sind wir in der Sternenwelt und hier müssen wir durch diese Dinger da laufen. Beziehungsweise bei denen ein A drücken. Und dann kann man hier durch. Und das hier ist jetzt der Sternenhimmel. Und soweit ich verstanden habe, sind dann da Wünsche. Wer fallen da die Wünsche von da aus dann runter? Aber dank, wie heißt es, dank Booster wurde das aber ein bisschen zerstört und funktioniert nicht mehr so ganz. Darum müssen wir halt nachhelfen und ja, ist halt etwas komisch. Nur ein HP. Was? Die kann Spieler instant down machen? Das ist ein bisschen für Fischer. Was ist das bitte für eine unsichtbare Wand?
Dann würde ich mal sagen, heile Peach, die scheinbar instant down gemacht wurde. Natürlich bist du keins dieser dummen Gegner. Was ist das? Naja, erstmal kümmern wir mal um dich. Du bist schwach, also kümmern wir erstmal um dich. Ja. Down. Sehr gut. HP Max. Hätte jetzt eher Peach sein können, aber egal. Was dauert ab? Wie mies ist das denn? Level Up für Mario. Ich weiß gar nicht, was schön soll. Das ist was es bringt. Also Sternenergie. Ah, du bist auch so ein Gegner, was? Nicht ihr, ich hasse euch. Explodiert. Ich will euch gar nicht besiegen, bevor ihr das tut. Das ist ein bisschen für dummer Gegner. Okay, jetzt kann ich weiter, weil ich alles geöffnet habe. Das ist eine seltsame Welt. Gegen euch kämpfe ich doch viel lieber. Nein, ich wollte dich nicht anvisieren. Jetzt mache ich schon fertig. Jetzt wo ich schon dabei mache ich fertig. HP Max. Okay. Das ist auch ein Gegner, den ich eher mag. Zudem so eine One-Hit-Kacke. Die muss geheilt werden, aber. Nö. Piet sollte es kriegen, nicht Bowser. Obwohl, Bowser hat ja auch HP verloren. Was ist das für Angsthasen? Okay, Mellow reicht Level 11. Dann... ich mach mal keinen mit Mushroom. Ich kämpfe dann erstmal gegen den One-Hit-Gegner, bevor ich das mache. Also sind ja mehrere. Wie mies ist das denn? Die sind schnell. Okay. Was ist für ein Gegner? Wenigstens ist der angenehm, aber gibt so wenig Erfahrungspunkte. Ich meine, er ist nicht stark. Aber trotzdem. Am liebsten würde ich einfach nur noch heulen gehen. Erst ist es hier so uninteressant, dann ruft mich jemand an. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, dass meine Eltern kommen. Und ich sag euch Leute, das passiert auch innerhalb diesem Part, weil es einfach typisch wäre. Okay, gehen wir mal hier durch. Lohnt sich die Bereiche oder sind es einfach nur unterschiedliche?
Ich glaube, es sind davon unterschiedlich. Oh mein Gott, du Kackgegner da. Geh weg. Ich hasse dich. Haben wir jetzt einen Sternteil? Ja, nice! Und hol ihn hier, Mario. Hol ihn dir. Nur, es gibt noch ein Problem. Dieses ganze Geschnippelte da und durch Part neu aufnehmen. Weiß ich jetzt nicht, wie lang schon der Part ist. Oh, wir haben 4/7 des Spiels geschafft. Wobei ich nicht denke, dass die Sternteile wirklich so aussagekräftig sind, wie viele Sternteile es noch gibt und wie lange das Spiel dauert. Hoffentlich habt ihr das verstanden. Okay. Wir haben Sternteile, aber wir sind hier noch nicht draußen. Wahrscheinlich sind wir es jetzt. Genau. Dann können wir übernachten. Wie viel kostet? Viel gratis. Hey, cool. Danke. Echt nice. Dann gibt's hier auch noch. Okay, du bist nur. Ah, hier kann man sich auch noch was kaufen, auch wie wenig Münzen abbestellen. Keine Ahnung. Dann gehe ich. Für komische Typen. Naja. Gibt's hier vielleicht. Was ist denn hier oben? Ich will ja nicht raus, ich will auch mit dir reden. Gibt's hier wenigstens einen, der was Vernünftiges verkauft? Natürlich drehen die Pilze sich. Würde mir auch gerne erklären, warum, aber das wird ihr doch eh nicht tun. Okay. Ich weiß, dass ein Jet in den Ozean gefallen ist, aber. Ja. Dann gehen wir mal hier lang. Und lasst uns raten, was da ist. Genau, nichts. Okay, hier ist nichts Interessantes. Hier darf ich nicht rein. Okay. Naja, war ich ja schon. Dann gehe ich mal wieder raus. Und dann gehen wir im nächsten Part in den See. Also, wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie lang der Part ist und. Ja, auf jeden Fall gehe ich dann beim nächsten Mal in den See. Ciao, Leute.